Die 4 Jahre alte Cleo Smith ist endlich gefunden worden. Das Mädchen lebt. In den vergangenen Wochen war sie als australische Maddie weltweit bekannt geworden, weil ihr Fall an den der 2007 spurlos verschwundenen Maddie McCann erinnert. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Mädchen, das vor 2 Wochen bei einem Campingausflug mit ihrer Familie verschwunden war, in einem verschlossenen Haus in Carnarvon in Australien gefunden. Polizisten drangen in der Nacht in das Haus ein und fanden die 4-Jährige wohl körperlich gesund in einem der Zimmer. Als einer der Beamten sie hochnahm und sie fragte, wie sie heiße, habe sie geantwortet: "Mein Name ist Cleo." Inzwischen sei das Mädchen wieder bei ihrer Familie. Nähere Hintergründe sind noch nicht bekannt. Ein Mann wurde festgenommen und wird von der Polizei verhört.